Am Freitag startete der Verkauf der neuen beiden iPhone-Modelle. Bereits am Donnerstagabend kampierten erste Fans vor den Apple Stores. Bis zu 2500 Wartende wurden mancherorts gezählt. Die Lager waren jedoch nur zum Teil gefüllt. Die wenigen goldenen iPhones bereits nach den ersten 20 Käufern vergriffen. Ob das wirklich schlau von Apple war? Bereits zwei Tage vorher gab Apple das neue iOS 7 für die Nutzer frei. Die Server waren schon wenige Minuten später völlig überlastet. Auch einen Tag später dauerte der Download noch ungewöhnlich lange. Am besten lässt Apple künftige Updates gleich über NSA-Server verteilen, dann ist das für alle Beteiligten wahrscheinlich das Einfachste. Noch ein paar Stunden früher ging auch das neue, an iOS 7 angepasste Design von iCloud.com online. Außer der iWork Suite wurden sämtliche Apps des Angebots überarbeitet, um ein einheitliches und systemübergreifendes Benutzerinterface zwischen iOS und iCloud zu schaffen. Obgleich man den lang angekündigten Ableger der Reihe namens Dungeons vor einiger Zeit auf Eis legen musste, konnte Entwickler Chair offenbar schnell einen dritten Hauptteil von Infinity Blade zum Start des iPhone 5S auf die Beine stellen. Dieser ist seit Freitag für 5,99 € im App Store erhältlich. Neben Phil Schiller und Eddie Q ist nun auch Apple CEO Tim Cook selbst auf Twitter aktiv. Ein Tweet, ein Retweet und schon über 200.000 Follower. Wir sind gespannt, was wir dann noch zu lesen bekommen werden.